Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 243 von Naborion und sind mit diesem kleinen Schifflein unterwegs, was wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen müssen, um dann Handel zu treiben damit. Dafür müssen wir irgendwie noch einen Händler finden und ein bisschen was reinbauen, dass das passt, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir da weiter. So, jetzt müssen wir natürlich als erstes einen Händler finden, ne? Was haben wir denn hier? Schwarze Bretter, Güter. Gab es hier nicht irgendwo auch so einen Reiter eigentlich, welche Kapitäne es hier gibt? Das war doch mal, oder? Ah, hier vielleicht. Kapitän, Kommodore. Und da haben wir noch einen Kapitän, keine Klasse. Was ist denn Kommodore? Okay. Waffenfabrik Zulieferer. Wo finde ich den denn? Da oben? Was macht denn so ein Commodore? Achso, da drücken wir mal F, dann wissen wir das vielleicht eher, ne? Crew anheuern. Commodorinnen sogar. Das hört sich ja richtig cool an, ne? Name. Cheyennans. Stufe 2. Bewaffnete Geschütze plus 2. Autogeschützturm-Slots plus 4. Level 2. Erfahrungsfortschritt 0% Gehalt. Gebildet, einschüchternd. Ja, die ist jetzt, die kann dann kämpfen und sozusagen, aber ich würde sie trotzdem anheuern, egal, ne? Ach so, wir müssen gedockt sein, okay. Aber das hört sich doch ganz positiv an, oder? Oh, hier sind jetzt aber ganz viele Asteroiden, da müssen wir aufpassen, ne? So. Da sind wir an der Station und können auch gleich docken, oder? So, Traktorstrahl raus und los geht's. So, Crew anheuern. Ich heuer die auf jeden Fall an. Gut. Ein neuer Kapitän hat das Kommando auf dem Schiff übernommen. Sehr gut. Ja, das heißt, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir erstmal hier noch im Sektor? Waffenfabrik. Ja, der Thomas Steele hat wieder geschrieben, ne, dass wir gucken sollen, dass wir ein Handelsschiff zusammenkriegen, Handelsoutfit sozusagen, und dann schauen, dass wir da irgendwo hinkommen, dass wir die, sag schon, Planetarhandelsposten, Handelsposten, Schiffe von, okay. Jetzt müssten wir natürlich hier gucken, dass wir Handelsposten, Ressourcen, einen Ausrüstungsdock haben. Und da ist schon eins. Nee. Erkunden? Nein. Das wollen wir machen. Linksklick zum Zielsektor auswählen. Ne, hier war das, ne? Schnelligkeit. Machen wir schnell und starten. Die ist da gleich. Hat die richtig schnell geschafft, ne? Was haben wir denn hier? Notruf. Was haben wir sonst noch hier? Haben wir noch ein weiteres, sag schon, Ausrüstungsdock irgendwo in der Nähe dann? Wir wollen sowieso zum Kern hin, das ist klar, aber ach so, wir hätten jetzt hier schön springen können, ne? Aber ich glaube nicht so eine tolle Stelle. Ja, nicht so eine tolle Stelle. Gurke, können wir die schon in den Sektor wechseln? Ist die Gurke schon da? Weiß ich nicht.
Ist alles grün hier, ne? Aber wir sind schon im Schiff. Ausrüstung handeln. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Hyperraum, Radarreichweite, nee. Geschützkontrolle, den Scanner, na, das ist jetzt nicht so wirklich der Bringer, ne? Holter, Geschützturm. Ja, das ist alles hier nichts. Ja, ich glaube, wir fliegen weiter. Das bringt uns hier jetzt nicht weiter. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Ja doch, wir springen jetzt hier hin und dann müssen wir wieder zurück. Die Gurke wieder hier hin fliegen. Damit dahin schnell starten. So, jetzt sind wir wieder in unserer Top-Drohne drinne. Luis Vukani Hauptquartier, auch interessant. Das Schiff reist dahin und ist jetzt schon da. In Sektor wechseln. Und dann nehmen wir das große Tor und fliegen dann da weiter erstmal. Gucken wir, wo wir rauskommen. Kann ja nicht schlechter sein wie das andere, oder? Wenn ich wüsste, wo es ist. Da. Zack, einmal dahin. Einmal durchspringen und gucken, was dann, wo wir dann landen. Das war so eine lange Linie, da weiß ich gar nicht, wo es hinging, ne? Ja, kann man nicht sehen, wie weit man weg ist. Aber ich gehe von aus, dass wir näher rankommen. Ich will es ganz stark hoffen. Ab durchs Tor. Oh, ist das hier schon der Dingensnenner? Ah, das hat uns jetzt auch nicht wirklich näher gebracht, oder? War jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber hier ist es jetzt. Komme ich an dem Riss vorbei? Wahrscheinlich nicht. Das hat der Thomas Stähler auch wieder geschrieben, ne? Dass ich durch Avorion dann da vielleicht darüber komme. Wo war denn jetzt der grüne Punkt? Da. Kommen Koordinaten da rein und wir segeln dahin. Ach, da oben ist jetzt eine Begrüßung erstmal angesagt, ne? Oder? Ja. Ja, brauche ich jetzt nicht. Zack, wir fliegen dahin. Ah, wird noch berechnet der Sprung, dann warten wir noch. Jetzt ist er berechnet. Warte mal, hier in dem Sektor ist ja auch noch was los. Lass uns gerade erst gucken. Ne, da ist aber nichts. Dann geht die Reise gerade weiter dahin. Springen wir darüber. Ich habe einen Avorion-Kern, oder? Zum Hyperraum gemacht. Müsste eigentlich vielleicht über diesen Riss da springen können dann, ne, oder? Ne, geht wohl nicht. Aber ist nicht schlimm, wir haben hier auf jeden Fall ein Tor, was rüber geht. Aluminium, Eisenerzte, Ressourcendepot. Okay. Jetzt muss ich nur das Tor finden, was wohin geht? Nach Norden. Da unten ist ein Tor. Das ist aber das Südwestgate. Wo ist das andere Tor? Da oben. Nordgate. 46 Kilometer ist natürlich ein bisschen was. Aber kriegen wir schon mal hin. Ja, fliegt doch ziemlich schnell, ne? Das kleine etwas funktioniert schon mal. Tor wird größer, wir sind schon fast da.
zack, über den Riss drüber. Richtung Zentrum, ne? Sehr schön. Und da geht ja gleich das nächste Tor los, oder? Hier ist nämlich nichts los, oder? Nö, hier sind nur zwei Tore und wir nehmen gleich das nächste. Weil das ist ja gleich das Nord-Nord-Ost-Tor, das passt dann. Ja, schauen wir mal. Und zapp. Nächster Sektor. Kurz reingeguckt. Schiffswerft, Reparaturdock. Nichts Besonderes. Und hier gibt es schon wieder nur so tolle Sachen hier. Ach Mann. Zwei Tore gibt es hier. Das Tor da hinten ist wohl ziemlich weit weg, oder? Ja, da oben ist wieder so eine Begrüßungsmail, ne? 54 Kilometer. Und 48. Dahin. Einfach dahin zum Tor und fertig. Und dadurch. Und Sackgasse, ne? Voll geil, oder? Ja, wir haben schon keinen Strom mehr. Dann müssen wir erst die Akkus wieder aufladen, dass wir springen können, ne? Reicht das schon? Ich glaube noch nicht, ne? Probieren wir's? Probieren wir's. Oh, sieht gut aus. Haben wir geschafft. Handelsposten gibt's hier. Ah, da geht's ein Tor rüber, das ist schon mal gut. Wir brauchen wieder so ein Nordtor. Da ist noch eins. Das ist es auch. Sehr gut. Dann fliegen wir da rein. Einmal schnell durch das Tor. Man hätte natürlich jetzt mal gerade hier nach Dingens gucken können, ne? Ist zu spät. Nach Kapitän. Da ist er doch. Zack. Nee, da zack und der befindet sich da oben. Den holen wir doch erstmal ab, den brauchen wir jetzt. Den Händler brauchen wir. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob dieser, den wir jetzt auf dem Schiff dann haben, rausfliegt. Müssen wir mal gucken, wie das geht, keine Ahnung. So, da sind wir gedockt. Crew ändern und anheuern. So, jetzt haben wir den auf jeden Fall. Ein Passagier ist es jetzt.
Wo finde ich denn die Passagiere hier? Name Oha, Stufe 2. Frachtlizenz verdächtig gefährlich. Okay, hat er alles. Level 2, Erfahrungsfortschritt 0% ist klar. Gehalt 32, bescheiden geringes Gehalt. Goldmarie findet Geschütztürme und Subsysteme. Geschütztürme und Subsysteme. Sehr cool. So, das bedeutet, den müssen wir eigentlich hier jetzt reinpacken, ne? So, jetzt ist die andere Kapitänin da und der ist hier. Das ist cool. So, jetzt müssen wir checken. Haben wir ein Handelssystem hier drin? Was haben wir hier? Ein Hyperraumbooster. Und das ist ein Handelssystem. Das packen wir erstmal da rein, ne? Galaxie-KDR-Wirtschaftsscanner Reichweite 15. Fest installieren. So, das ist gut. Scannerbooster. Merkbar brauchen wir hier nicht. Geschützkontrollsystem. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Was haben wir sonst noch? Das ist alles Müll. Unbewaffnete Geschütze 3. Autogeschützturm-Slots 3. Beliebige Geschütze. Bei Festinstallation nicht aktiv. Beliebige Geschütze 2. Autogeschützturm-Slots plus 2. Warte mal, das wären 2, 3, 4, 5. Autogeschütztürme sind da 6. Ich glaube, das behalte ich mir. Das heißt, wir bauen das hier ein. So, das ist erstmal gut. Jetzt müssen wir noch Waffen einbauen. Da haben wir ein paar Slots jetzt drin. Ah, warte, wir können dann ja noch Festinstallation machen. Das müssen wir noch machen. Festinstallation. Das ist alles fest installiert. Jetzt haben wir noch einen Slot frei, aber dafür habe ich jetzt nichts gefunden, oder? Detektor Subsysteme. Schätze. Scanner Booster, Scanner Reichweite. Nee. Bergbau. Nee. Scanner Booster. Wir bräuchten jetzt noch so einen Sprungteil. Das ist noch wichtig, dass wir das kriegen. Also, und dann sollten wir erstmal eine Waffe jetzt gerade einbauen. Exotisch. Aber Automatikwaffe, gibt es das hier? Slot-Typ ist bewaffnet. Gehen die denn automatisch? Ich glaube nicht. Automatisches Zielen, da haben wir einen. Aber den kann ich jetzt hier nicht draufbauen, wetten, weil ungeeigneter Stein. Gut, nicht schlimm, das können wir gerade bauen. Da war Ogonit. Und was haben wir denn? Generator. Korrekturdüsen, Quartiere. Frachtraum. Also, da müssen wir erst hier reingucken. Dock. Produktion, Torpedo. Geschützturmbasis. Bauen wir das da hin, oder? So, und dann kann ich das Ding da hinbauen. So, jetzt geht das. Sonst haben wir natürlich nicht genug Leute. Bei B raus. Wo ist die Station? Bin ich noch gedockt? Ja, bin ich noch. Kanoniere brauchen wir. Crew anheuern. Tatsächlich gibt es hier keine Kanoniere. Heuer, ach so. Da passt schon.
Weil ich habe hier noch 14 Besatzung, sehe ich gerade. Alles ist gut, oder? Gut, okay. Das bedeutet, die Folge ist schon ziemlich lang, sehe ich gerade. Wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir mal checken, was wir mit dem Schiff noch ausbauen müssen. Bis dann.